Hallo meine lieben Leute, euer Blue X-Human am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von 5 Years of Mario Maker. Heute mit einem Level von, hier steht nur der japanische Name, da muss ich hier gucken, Magatoro. Und sie hat das Level gebaut, New Donk Nightmare Again. Der Robowiggler scheint wieder zurück zu sein und er theorisiert wieder New Donk City. Ich bin gespannt, was hier abgeht und es ist ein Musiklevel. Mal gucken, wie krass die Musik ist. Ja, also die Japaner haben hier noch nie enttäuscht, was Musiklevel angeht. Definitiv nicht. Werden wir jetzt die New Donk City Musik hören? Ja, das fängt doch schon mal gut an. 5 Münzen gibt es. Und natürlich irgendwo einen versteckten Kuchen, vielleicht hier oben. Hä? Nee, nur ein Leben, okay. Hätte ja sein können, dass mal der Kuchen direkt am Anfang versteckt ist. Und, ah, okay, das ist wieder so ein Musiklevel. Und das hatten wir ja schon im zweiten, ne? Im zweiten Level von der ganzen Reihe. Und das war ja Galaxy-Musik. Und jetzt haben wir hier New Donk City-Musik. Das ist sehr nice. Ich merke by the way gerade, dass ich sehr oft uns sage. Das ist mir auch schon in der letzten Aufnahme aufgefallen. Ich versuche das ein bisschen zu vermeiden jetzt. Ich versuche mal ein bisschen darauf zu achten. Aber weiß nie, ne? Was hier so abgeht. Hier komme ich nicht hoch, ne? Nee. Da habe ich schon mal einen unvermieden. Okay. Aber das habe ich öfters mal, dass ich irgendwelche Wörter ganz besonders häufig sage. Obwohl das ja eigentlich nicht so geil ist. Aber wenn es mir dann selbst auffällt, dann achte ich drauf. Wenn es euch auffällt, dann könnt ihr mir das gerne auch in die Kommentare schreiben, wenn ich etwas zu häufig sage. Ja, früher habe ich zum Beispiel auch immer sehr oft... Was war das? Ich weiß nicht mehr, was ich da noch gesagt habe. Ja, irgendwas. Ich weiß nicht. Da, wo ich noch ohne Facecam aufgenommen habe. Ich weiß nur, dass das Wort mich extrem gestört hat. Was war das noch? Es war auf jeden Fall irgendein Laut, der eigentlich irrelevant war. Und da ich damals noch ohne Facecam aufgenommen habe, habe ich da einfach sehr häufig das rausgeschnitten. Ja. Das war sehr, sehr komisch. Boah, was war das Wort? Ich glaube, es war nicht mal ein Wort, sondern es war eher so ein... irgendein Laut. Aber ich weiß es nicht mehr. Müsste ich mal nachgucken hier. Boah, Leute, ich guck jetzt mal nach hier. Was war das? Das interessiert mich jetzt. Ah, okay. Beim Suchen ist es mir wieder eingefallen. Ich habe sehr oft so gesagt. So. Ja, jetzt machen wir weiter. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Wir kommen zurück. So. Ja, ich habe immer so gesagt. Und mir ist das einmal so krass aufgefallen, dass ich das dann wirklich einfach teilweise sehr häufig rausgeschnitten habe. Ja. Und jetzt sollte ich mich mal auf dieses Level konzentrieren. Wie komme ich hier hoch? Ist ja ein unsichtbarer Block. Ja, damals habe ich eine ohne Facecam aufgenommen, da ging das ja auch noch. Jetzt mit Facecam geht das nicht mehr. Nee. Da könnte ich natürlich, so wie es auch andere machen, einfach Schnitte machen. Könnte ich auch, keine Ahnung, sehr... Ich weiß nicht. Ja, ich sag mal, für Leute, die geringe Aufmerksamkeitsspanne haben, so könnte ich dann schneiden. Aber das ist eigentlich nicht so mein Stil. Nee. Wie komme ich an die Münze ran? Kann ich das hier irgendwie wegmachen? Nee. Aber vielleicht hat sich jetzt hier irgendwas aktiviert? Keine Ahnung. Irgendwie muss ich ja an die Münze kommen. Das wäre nice. Und wo muss ich überhaupt hin? Ja. Nee. Also ich... ich bin nicht so, dass ich da... 50 Schnitte setzen will. Während einer Aufnahme. Nee. Das mache ich nicht. Das mache ich nicht, nee. Da ich meiner Meinung nach auch gut reden kann, gut kommentieren kann. Andere können das nicht und die schneiden dann natürlich vielleicht mehr. Definitiv. Aber ich lasse das dann eher lieber sein. Wie komme ich an diese Münze?
Okay, warte. Ich habe jetzt den On-Off-Schalter aktiviert, ne? Ist jetzt vielleicht hier ein neues Power-Up frei? Vielleicht diese Blume? Ja, okay. Als ob ich das nicht schon gewusst hätte. Sehr gut, aber mehr andere Möglichkeiten gab es ja eigentlich gar nicht. Außer vielleicht, ja gut, der Riesenpilz, der wäre vielleicht auch noch gegangen, aber ich hätte mir dann vielleicht das Level kaputt gemacht. Aber jetzt komme ich auf jeden Fall hier ran. Ne? Noch nicht direkt. Nee. So, jetzt please. Please. Oh Gott. Aber gut, die Leute, die mir zugucken, die haben ja keine kurze Aufmerksamkeitsspanne, würde ich sagen. Nee. Das behaupte ich mal nicht. Wir müssen hier rein. Perfekt. Okay. Und jetzt können wir hier hoch. Eine Münze fehlt allerdings noch. Wo ist diese Münze? Wo ist diese Münze? Die muss ja hier oben irgendwo sein. Oder bei der Schlüsseltür. Oh ne, wir müssen die alle sammeln. Ach, hier ist die letzte Münze. Okay, kriegen wir die auch mit dem Power-Up? So. Ja, Tatsache. Nice. Aber die waren sogar Pflicht. Ich dachte, das wäre jetzt Bonus gewesen, aber nee, es war sogar Pflicht. Sehr schön. Und neue Musik. Oberwegler Musik. Die Bossmusik, sehr schön. Oh, wir kämpfen auch gegen den roten Robowegler. Oh yeah. Kann ich hier rein? Nee. Was muss ich machen? Ich denke mal, ich muss ähnlich wie in Mario Odyssey so ein bisschen warten. Und dann quasi hier drauf ballern durch die Mitte. Glaub nicht. Autsch, das tut weh. Aber ja, das war richtig. Aber ich. What? Oh shit, okay. Das war kein Mon-Cycle. Definitiv nicht. Kriegen wir hin. Wigler, bist du weg? Ich hab Zeitdruck! Ja, moin. So, ich muss glaube ich immer da treffen, wenn der Wigler da ist, ne? Ja, beziehungsweise Peace Watch, wir gehen hier rein, sehr gut. Und mit der Feuerblume können wir noch das hätten wir noch das Power abkriegen können. Ja, die Feuerblume habe ich jetzt natürlich nicht mehr und ich wette, das hat mit dem Kuchen zu tun. Denke schon. Ja, natürlich, oder? Ja, ich wäre nämlich hier hochgekommen, oder? Ja, und da oben ist die Röhre. Okay. Ja, das Level ist gar nicht mal so lange, wenn man weiß, was man tun muss. Deswegen zeige ich den Kuchen mal hier so direkt. Und wir sehen uns gleich wieder. So, da haben wir den Roboregler besiegt. Und wir haben noch die Feuerblume. Sehr schön. Und jetzt können wir den Kuchen uns schnappen. Wir müssen aber trotzdem jetzt ganz schnell uns ducken wahrscheinlich, oder? Oder auch nicht. Wir können das Trampolin nehmen. Ja. Oder hätte ich... Ich kann in die Röhre. Ah, nee, die wurde vorher blockiert, die Röhre, ne? Von dem Trampolin. Aber mit dem Pilz klappt das. Sehr gut, und hier ist der New Donk City Kuchen. Sehr, sehr, sehr schön. Und das hier war auch das letzte Level von Woche 2. Ja, mittlerweile bin ich ein bisschen mehr im Verzug. Und daher überlege ich mir durchaus tatsächlich mal, wenn die Level weiterhin so kurz bleiben, dass ich tatsächlich 2 Level pro Video mache. Außer bei Puzzle-Leveln, die dauern immer länger. Mal gucken, ich überlege mir das. Und ihr werdet dann sehen, ob ich es mache oder nicht. Das Level hat schon ein Like bekommen. Ihr könnt gerne eure Meinung zu den Level wieder in die Kommentare schreiben. Vielen Dank an dieser Stelle an euch. Und vielen Dank auch an alle Daumen nach oben gebe. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bleibt aufmerksam. Und ciao.